Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Nonbalz Fotos. Ich bin Dominik. Willkommen zu einem neuen Luminar AI-Video. Sehr spontan. Es geht heute um den Image-Blur-Fehler. Im Prinzip auf Deutsch heißt das nichts anderes Unschärfefehler. Das Ganze haben wir in Luminar 4 auch schon gehabt. Wer das Ganze in Luminar 4 sehen möchte, der kann auch einfach oben aufs i klicken und dann kommt man dorthin zum Problem und zur Lösung für Luminar 4, speziell für Luminar 4. Ich zeige die ganze Problematik jetzt auch nochmal in Luminar AI, denn leider ist der Fehler aus Luminar 4 mit rübergewandert zu Luminar AI. Was ist das denn für ein Problem? Was ist das für eine Problematik? Das ist ganz einfach. Da haben wir ein Foto, das wir jetzt einfach ganz normal bearbeiten. Ja, das heißt, wir machen den Zuschnitt, wir radieren vielleicht störende Elemente raus, wir kümmern uns um die Belichtung. In dem Fall drehe ich die jetzt einfach mal ein kleines bisschen hoch und mache halt ganz normale Bildbearbeitung. Alles supi. Wenn wir jetzt mit der Bildbearbeitung fertig sind, dann entfernt man meistens noch die chromatische Aberration, die ist hier unten. Das Bild wird dann, man entfernt eventuelle Verzerrung, die da sind, und man entfernt vielleicht den Rand, der einen vielleicht stört. Das Ganze wendet man entweder als erstes an, wenn man das Bild bearbeitet, wenn man anfängt, oder man wendet das Ganze an, erst wenn man das Foto komplett bearbeitet hat, als letzten Schritt. Und ich zeige euch mal, was passiert. Also wir haben jetzt, in meinem Fall, haben wir erst die Bearbeitung durchgeführt, das heißt, wir haben in der Belichtung die Temperatur angepasst. Und jetzt sagen wir mal, wir sind soweit fertig damit. Und jetzt machen wir als allerletzten Schritt im Bereich Optik eben die Entfernung der drei Störelemente. Und ich zoome einfach mal ins Bild rein. So. Und ich zeige euch mal, was hier passiert. Es ist, ehrlich gesagt, ist es ein Fehler, der ist sehr schwer zu sehen. Wenn man da wirklich nicht drauf achtet, fällt er vielleicht gar nicht auf. Aber er ist definitiv da. Ja, ich versuche euch das mal an einer etwas besseren Stelle zu zeigen, und zwar hier. Achtet einfach mal hier auf diesen Fellbereich mit dem Weißen, der hier ist. Das Bild wirkt in der Vergrößerung 200% schon sehr pixelig, aber man sieht den Fehler so am besten. Und ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt, da YouTube das Bild ja komprimiert. Es findet eine Weichzeichnung statt. Es wird eine Weichzeichnung angewendet auf das ganze Foto. Wenn ihr eben die chromatische Aberration und die anderen zwei Punkte anwendet. Das ist in Luminar 4 ein Problem und das ist ein Problem in Luminar AI. In Luminar 4 können wir das Ganze wie folgt beheben. Wir wenden die chromatische Aberration, also den Punkt Optik in Luminar AI, einfach erst als allerletzten Bearbeitungsschritt an. Grundsätzlich ist es genau das gleiche Vorgehen in Luminar AI. Also den Fehler, den ihr in Luminar 4 habt, könnt ihr in Luminar 4 bearbeiten oder beziehungsweise entfernen durch meinen Workaround. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und die gleiche Technik, die ihr in Luminar 4 anwendet, um den Fehler zu beheben,
könnt ihr genau so in Lumina AI anwenden. Jetzt kommt noch eine kleine Sache dazu, und zwar ist das die Sache, dass egal ob ihr jetzt Lumina AI oder Lumina 4 nutzt, ihr wendet den gerade erwähnten Schritt als letztes an. Der Fehler tritt trotzdem auf in der letzten Minute, sage ich mal. Das ist allerdings nur in Lumina 4 oder in Lumina AI so, in dem Programm selber. Wenn ihr das Foto jetzt exportiert, habt ihr den Fehler nicht. Das heißt, ihr habt dann ein scharfes Bild. Also der Fehler ist gar nicht vorhanden. Der Fehler wird nicht mit exportiert. Der Fehler ist nur in dem Programm vorhanden. Er stört einfach nur bei der Bearbeitung des Fotos oder der Fotos. Also wie gesagt, der Fix ist ziemlich einfach, wenn man weiß, wie er geht. Nochmal, um das kurz nochmal zu wiederholen, damit es auch wirklich jeder versteht. Ihr bearbeitet das Bild ganz normal und als letzten Schritt wendet ihr in dem Bereich Pro-Filter die Bereiche automatische Verzerrkorrektur, chromatische Aberrationen entfernen und Rand entfernen an als allerletzten Bearbeitungsschritt. Wenn der Fehler trotzdem auftritt, obwohl ihr das als letztes angewendet habt, ist das kein Problem. Exportiert das Foto einfach und das Foto wird dann in der Originaldatei exportiert. Das heißt, ihr exportiert euer bearbeitetes Foto, aber ihr exportiert den Fehler nicht mit. Der Fehler existiert nur in dem Programm Lumina. Ich hoffe, das war soweit verständlich erklärt. Wenn dennoch Fragen sind und ihr irgendetwas nicht versteht, bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen dazu. Bitte, wenn was anliegt, wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht versteht, bitte einen Kommentar schreiben. Ich helfe gerne und schnellstmöglich weiter. Genau. Und die gleiche Problematik gibt es halt auch in Lumina 4. Und egal, ob ihr jetzt Lumina 4-Anwender seid oder Lumina AI-Anwender, das Problem besteht in beiden Produkten. In beiden Produkten könnt ihr das Problem auf die gleiche Art und Weise lösen. Auch in Lumina 4, wenn ihr das Foto exportiert, wird der Fehler nicht mit exportiert. Der Fehler ist, wie gesagt, nur in dem Produkt Lumina AI und Lumina 4 vorhanden. Wie gesagt, ich hoffe, das war verständlich genug. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Ich weiß, ich habe mich jetzt des Öfteren wiederholt. Ich möchte aber einfach nur sicher gehen, dass ihr, die euch hier das Video anschaut, dass ihr die Problematik versteht und dass ihr auch hinterherkommt. Das wär's dann erstmal wieder für dieses Video. Ich danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne und ruhige Woche. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Ciao.